So Leute, Shop hat sich aktualisiert. Oho, oho, Vorteil plus legendär kann man kaufen. Nice. Wie viel? Drei Stück nur, 2760. Oho, das ist schon verdammt viel. Cool, dass sie das mal endlich reingebracht hat. Das gab seit, glaube ich, seit über 2 Jahren nicht mehr, dass sie sowas in den Shop gebracht haben. Echt nice. Haben wir noch irgendwas Neues? Ne, eigentlich alles so wie gehabt. Nur das. Oh, ne. Also die Dinge immer holen direkt. Man braucht die immer. Die auch. Reiner Regentropf, man immer. Blitz in der Flasche auch, Auge des Sturms. Sturmsplitter. Die braucht man auch, legendäre Kraftquellen sind auch immer sehr nice. Zweitakter ist drin. Ah. Ist zwar jetzt keine großartige Eventwaffe, aber war mal 2018 sehr populär. Das Halloween-Event. Kann man sich gönnen, aber Vorsicht, schießt Zweiersalben ab. Das heißt, wenn man jetzt gerade schon One-Hitted macht, dann sollte man die am besten in einer 100er-Zone oder so verwenden. Wenn die 130 ist natürlich. Raumfeger schießt wie Maschinengewehr. Ist eine nice Waffe auf jeden Fall, aber ja, ich würde sie jetzt nicht unbedingt mit reinpacken. Magazin 10-20 ist schon viel, ja. Naja. Prügelplei. Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so wirklich mit der gespielt, aber. Ja, weiß. Doch, einmal habe ich doch damit gespielt, aber ist auch schon sehr lange her. Nicht so der Hit. Ach ja, für diejenigen sollten sich auch zwei Überlebende holen. Wenn noch nicht so weit ist. Ja, also allgemein der wöchentliche Shop ist halt ziemlich kacke geworden. Bis auf, wenn sie das jetzt hier beibehalten mit dem Vorteil plus legendär, dass man die jede Woche kaufen kann. Jetzt in dem Moment nur drei Stück davon. Das sind 690. Da kann man gerade mal ein Perk, oder? Ne, zwei Perks mitmachen. Ja. Sollte man mehr reinpacken. Kosten zwar sehr viel, aber die Dinger kann man immer gut gebrauchen. Besonders wenn sie im Shop sind.